Ah, da ist eine Schildkröte. Ha! Was ist das denn, lol? Was ist das denn, lol? Das ist ja nicht normal, lol. Guck dich das mal an. Guck dich das mal an. Wie soll man die denn zählen? Moinsen und herzlich willkommen zurück zur Ark Genesis. Die Plattform ist aufgebaut und wir haben jetzt alles, was wir brauchen. Hoffe ich zumindest, um uns jetzt erstmal ein schönes Wassertier zu zähmen, um diese Schildkröte in die Knie zu zwingen damit. Ich bin gespannt. Wir müssen ja, wie gesagt, diese Schwärme anlocken, diese komischen Krillschwärme, und zu der Schildkröte locken. Das heißt, ich ziehe mir jetzt erstmal meine Taucherausrüstung auf. Und ich habe mir jetzt zwei Armbrüste gemacht. Ich habe mir jetzt gesagt, pfeif auf diese Idee mit dieser Harpune. Das lassen wir jetzt mit der Harpune, das hat keinen Sinn. Wir versuchen es jetzt mit der Armbrust. So, ich muss ein bisschen aufpassen. Hier unter meinem Floß hier ist irgendwie ein Strudel und der zieht mich irgendwie nach unten. Ja, das ist irgendwie nicht so geil. Ich versuche mal ein bisschen hier daneben so ins Wasser zu gehen. Wir müssen uns jetzt erstmal irgendwie ein Wassertier organisieren hier. Jetzt holen wir uns erstmal hier Fisch, genau, das war ja der Plan. Damit wir hier auch, genau, Koala Kant. 64 toter Fisch, das ist schon mal gut. Hier, du auch nochmal hier, komm mal her. Geh mal, wo ist er denn jetzt? Oh Gott, die FPS sind hier aber auch richtig schlecht, muss ich mal sagen, in dem Biom. Das habe ich schon mal besser erlebt. Okay, da hinten sind Ichthys. Oh, was ist denn das da? Ach, das ist der Basilosaurus. Wie hatte man den nochmal gezähmt? Wie ging das nochmal? Das war ein Passiv-Tame, wa? Warte mal. Ich glaube, man musste hinter dem her schwimmen und den füttern. Ich kann ja mal kurz schauen, ob ich das hinkriege. Ist der Ichthy da tot? Der ist tot, glaube ich. Er ist tot, stimmt. Warte mal. Warst du ein Passiv-Tame? Ja, warst du. Wunderbar, warte mal. Oh ja, das ist gut. Das ist sehr gut. Perfekt. Das ist richtig gut. Das geht richtig schnell. Hoffentlich kommt mir jetzt hier nichts dazwischen. 32% bei Stufe 3. Okay, er ist nicht besonders gut, aber der hält ein bisschen mehr aus als die anderen Viecher. Und ist auch ein bisschen schneller vor allem. Das ist ganz gut, wenn wir den jetzt zähmen. Der kann nämlich ein bisschen schneller schwimmen. Kann auch ein bisschen kämpfen tatsächlich. Und kann auch recht tief tauchen, glaube ich. Also, wie war denn das? Der hatte noch irgendeinen Vorteil. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Irgendwas war bei dem noch cool. Komm jetzt. Lass dich zähmen. Warte, bis es wieder hungrig ist. Komm schon. Lass dich füttern. Tu es. Ah! Oh Gott. Scheiße. Hi. Hi. Ah! Stirb. Stirb. Stirb, du Kackvieh. Stirb. Welchen Level hat denn der? Ist das ein X-Hai? Oh, ach, das ist der weibliche X-Hai. Oh Gott. Aber warte mal, der ist auch Level 3. Der ist auch recht schnell. Lol, er ist zu dumm. Geil. Warte mal, den betäube ich jetzt noch. Den können wir ja nebenbei noch ziehen. You spin me right round, baby, right round. Ey, der ist schon. Der haut schon ab. Schlaf! Wow. Nicht mich essen. Die X-Tiere brauchen leider sehr viele Pfeile und so. Oh Gott, ich muss weg. Da kommt ein anderer Hai noch. Aber der hat genug Auswahl, der andere Hai. Shit. Er ist zu langsam. Das ist natürlich geil. Tja, Wendekreis wie ein Autobus auf jeden Fall. Oh scheiße, jetzt kommt der andere wieder. Oh, jetzt haut er ab. Dann ist er gleich down. Da muss ich ein bisschen dranbleiben jetzt. Komm schon, schlaf einfach, komm. Ja, er schläft. Stopfen wir mal schnell Fischfleisch rein. Beiß jetzt mich nicht hier. Nein. Ah, jetzt hat er den gebissen. Scheiße. Wow, Alter, der ist 27, der X-Hai hier. Junge, Junge. Wo soll er jetzt hin? Oh Gott. Warte mal, ich muss erst mal ein bisschen Abstand gewinnen zu dem. Ja.
Er kriegt mich nicht. Den betäube ich jetzt auch noch, komm. 27 ist besser als 3. Wie sie sich alle anbieten hier zum Zähmen, ist ja unglaublich. Das ist übrigens kein Cheat, die sind einfach zu dumm. Die kriegen es einfach nicht hin. Sie erreichen mich einfach nicht. Ich bin ganz knapp schneller scheinbar. Und... lol. Ja, wenn das heute so weitergeht, ey, dann muss ich sagen, dann wird das ein Epic Win auf jeden Fall. Er erwischt mich halt einfach nicht. Haben die irgendwie die Range von den Haien reduziert? Die Angriffsrange? Krass. Meine Pfeile gehen mir gleich aus. Das ist jetzt natürlich scheiße. Du bist erschöpft. Oh, das ist jetzt natürlich schlecht. Das ist allerdings jetzt sehr schlecht, muss ich sagen. Aber er kriegt mich irgendwie nicht. Aber doch, er kriegt mich. Warte mal, wo ist hier ein Land? Da ist ein Land. Ach du Scheiße, ich bin voll langsam. Okay, er schiebt mich gerade an. Das ist ganz gut. Sonst muss ich ihn halt töten, wenn es nicht anders geht. Was ärgerlich wäre, weil ich jetzt schon so viele Pfeile innen reingeboostet habe. Ja, shit. Keine Munition. Ach, jetzt haut er ab, oder was? Jetzt haust du ab! Du hast jetzt genug, oder was? Tolle Wurst. Und ich habe keine Pfeile mehr. Scheißdreck. Kack doch die Wand an. Kann ich hier mal irgendwo Stamina recken? Kann ich hier irgendwie mal an Land? Jetzt hat er genug, weißt du? Immer wenn die umdrehen und wegschwimmen, dann haben sie zu viel Torpor, zu viel Betäubung bekommen. Stamina, Stamina, Stamina. Komm, ich brauche ein bisschen Stamina. Hallo? Warum kann man denn hier nicht stehen, verflucht nochmal? Das kann doch nicht wahr sein. Wie soll ich denn hier Stamina recken? Hat da mal einer von den wahnsinnig schlauen Entwicklern mal dran gedacht? Oder brauche ich hier immer meinen Floß? Wenn ich hier irgendwas mache. Oder was ist das? Eine Luftblase. Man braucht hier scheinbar immer einen Floß. Man muss immer, um Stamina zu recken, immer auftauchen und auf den Floß rauf. Ach du Scheiße, Mann. Hoffentlich gibt es keine Lizüchtes. So, jetzt tauch mal auf hier. Ich muss mal gucken. Da ist meine Insel. Da muss ich hin. Bist du der Basilosaurus, den ich gerade versucht habe zu zähmen? Jetzt Stimberries wären jetzt geil. Essen kann ich leider auch nicht unter Wasser. Okay, da hinten ist meine Plattform. Ich bin sogar jetzt noch schneller als der Basilosaurus. In meinem stamina-freien Zustand. Der Wahnsinn. Da ist mein Floß da hinten. Ja, ich habe das wieder voll unterschätzt, dass man ja Stamina recken muss. Alter Schwede, ey. Ah, oh, das habe ich auch alles wieder vergessen, weil ich so lange keine Ark mehr gespielt habe. Verdammt. Unfassbar. Vielleicht sollte ich mal hier die Machete nehmen. Komm schon, zieh! Zieh endlich, komm! Los! Du schaffst es! Da kann ich bestimmt irgendwo stehen. Da vorne. Ich muss nur kurz stehen, dann kann ich meine Stamina recken. Das ist ja das Dumme da dran. Ja, du kannst dann nicht irgendwie dich mal kurz an der Wasseroberfläche so ein bisschen chillen, nee. Du musst dann irgendwo stehen. Du musst festen Boden unter den Füßen haben, sonst geht's nicht. Gott, damit, jetzt tu es! Komm! Stell dich hin! Ja! Gottes Willen, ey. Junge, Junge. So, jetzt erstmal das Floß holen. Erstmal abflößen. Das ist ganz schön furchteinflößend. Tja, das wird ja ein Selbstläufer hier mit der Schildkröte, wa? Ich sehe das schon. Das Schlimme ist, die Taucherausrüstung, die nutzt sich halt auch noch ab, wenn ich die halt so trage und da drin atme. Gott, ey, ich hoffe, da unten sind keine Lizichtes am Start. So, hier müsste es eigentlich sein, irgendwo. Da ist mein Hai. Der ist gezähmt jetzt, oder? Ja, der ist gezähmt. Okay, folgt mir mal. Ein X-Megalodon, Level 4. Ja, weil der andere zugebissen hat wieder, weißt du? Hä, was? Achso. Bleib doch mal stehen, Junge. Oh, dieses, das ist bei den Wassertieren immer so richtig angenehm immer gewesen. Ja, halt, stopp jetzt. Warte. Muss deine Ausdauer skillen. Was? So, jetzt folgt mir, komm. Jetzt können wir hier an sich erstmal die anderen Haie vielleicht platt machen. Ist das hier der andere X-Hai? Ich weiß es gar nicht genau. Moment, ich muss mal gerade schauen. Wo ist denn jetzt mein Floß? Ah, da ist mein Floß, okay. Erstmal aufs Floß rauf.
Und dann fahren wir erstmal nochmal zurück. Da brauche ich ja erstmal dann auch eine Unterwasserkäfig, ein Unterwassergehege. Sonst sind die Viecher ja ständig. Laufen die ja ständig Gefahr, gefressen zu werden von irgendwelchen anderen Viechern. Fällt mir mal gerade so auf. Na, das wird lustig. Weil die sind ja da komplett im Wasser. Da gibt es ja keinen Strandbereich, den ich mal eben einzäunen kann oder so. Da muss ich ja quasi nach unten irgendwie einen Kasten bauen, wo ich die dann parken kann. Vielleicht geht das irgendwie mit der Plattform hier. Müssen wir mal gucken. Sonst werden die ja ständig weggeschneckt. Oder werden weggezogen von anderen Tieren. So, jetzt bleibst du mal hier. Und was kommt da? Ah, das ist ein Ichti. Das ist ein Ichti, der dahinter kommt. Der ist zum Glück nicht gefährlich. Jetzt lege ich erstmal die Taucherausrüstung wieder weg. Damit die nicht... Oh, Alter, guck mal an, wie die schon abgenutzt ist wieder hier. Junge, Junge, Junge. Schon wieder unter der Hälfte. Ah, das ging immer so schnell mit den Taucherausrüstungen. Da waren die immer schon wieder weggelutscht direkt. So, jetzt muss ich nochmal schauen. Ich wollte jetzt einen Megalodon-Sattel machen, genau. Jetzt muss ich mal gucken, was brauche ich dafür? Megalodon-Sattel, Kleber. Den habe ich natürlich hier wieder nicht. Muss ich wieder zurückporten. Ach Gottdammit. Ich könnte mir welchen kaufen. Warte mal. Wir kaufen uns mal welchen bei Helena. Ich habe jetzt keine Lust, da zurückzudengeln dafür. Hier, Kleber, genau. Guck mal. Kauf mal hier 250 Einheiten. Perfekt. Genau, 50 Einheiten. Was brauchen wir dann noch? Fasern, die kriege ich hier. Und Tierhaut. Warte mal, kriege ich bei dir auch Tierhaut? Ja, Haut kriege ich. Okay, 250 waren das jetzt. Also 3. Nee. So viel. Ist jetzt zwar ein bisschen Verschwendung, was ich mache, aber ich habe jetzt keine Lust, nochmal farmen zu gehen. Oder nochmal mich zurückzuporten, wieder zur Base zu laufen. Ich bin jetzt faul, ja? Dafür ist ja die Funktion auch drin, für Faule. Für Leute, die nicht farmen wollen. Ich bin jetzt jemand, der nicht farmen will. Ich kaufe mir das jetzt alles. So habe ich das mit dem Obsidian übrigens auch gemacht. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier Obsidian finde. Ohne Scheiß. Ist mir auch eigentlich Wurst. Ich habe mir das jetzt einfach da im Shop geholt. Nein, das wollte ich jetzt gar nicht. Nee, warte. So, so. Kann ich den Sattel machen? Wie? Ach, scheiße. Ich brauche noch mehr. Hatte ich nicht noch Tierhaut hier drin? Nee, hatte ich nicht. Hatte ich nicht im Kasten hier noch Tierhaut? Hier habe ich doch Tierhaut, ich Idiot. Habe ich wieder sinnlos Geld ausgegeben. Egal. Wurst. Ich habe Hunde. Und Hunde. Lalala. Und genau. Und den Rest packen wir hier rein. Da, da. Und genau. Megalodon-Sattel. Da können wir schon mal ein bisschen rumgurken und mal ein bisschen, bisschen Stress machen bei den anderen Viechern. So. Nein, der Strudel ist wieder aktiv. Scheiße. Ich will den Strudel. Wow. Junge, Junge. Ich will meinen Megalodon, will ich hier den Sattel aufziehen, oder? So, genau. Guck mal. Kriegst du ja nochmal Stamina. Ruf Tata. Yes. Oh, guck mal, wie schnell wir jetzt sind hier. Junge, Junge. Nicht schlecht. Das ist schon mal gut. Das verbuche ich mal auf der Habenseite, würde ich sagen. So, jetzt müssen wir schauen, zusehen, dass wir diese komische... Erstmal die Schildkröten finden. Und dann, wenn wir die Schildkröte gefunden haben, dann müssen wir dafür sorgen, dass wir die Schwärme finden tatsächlich, die wir dann zur Schildkröte locken müssen, damit wir die füttern können. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt erstmal die Schildkröte suchen. Erstmal eine finden. Also nicht diese kleinen Schildkröten. Ich rede jetzt schon von dem, von den großen Exemplaren. Müssen wir jetzt erstmal schauen, wo jetzt hier überhaupt welche sind. Ob hier überhaupt welche in der Nähe sind. Oder ob wir da jetzt 3 Milliarden Lichtjahre weit weg müssen. Okay, der kriegt erstmal hier mehr Stamina. Der Hai kriegt erstmal vor allem Stamina jetzt, damit ich... Oh, Rochen. Rochen sind ganz übel, da will ich nicht hin. Es gibt ja auch noch... Oh, okay, hier ist Ende im Gelände. Es gibt ja auch noch so eine Spezialressource, die sich irgendwie Shell nennt. Was war denn das? Hä, hat gerade irgendwas am Hai Schaden gemacht? Können wir hier ein paar Koalikans töten? Koala-Fische. Da kann man rein. Mal gucken.
Also das ist alles noch viel zu seicht für diesen Schwarm. Wie gesagt, für diesen Schwarm, um den zu verfüttern an die Schildkröte, muss man halt wirklich so richtig tief, also da, wo das Wasser schon komplett dunkel wird, so, da muss man hin. Da, wo Mosasaurier, also ich habe ein bisschen mal geschaut schon, das ist wohl vor allem in der Mitte. Das ist vor allem in der Mitte der Ozeankarte wohl, wo diese Schwärme auftauchen. Und halt da, wo Mosas unterwegs sind. Und Mosas, wer die nicht kennt, das sind die stärksten Wassertiere mit, die es gibt in Ark. Also, läuft, meine lieben Freunde. Ja, so ungefähr so, hier wird es langsam, hier kommen wir langsam in die Gegend. Hier kommen wir so langsam, hier nähert es sich langsam an. In die richtige Richtung. Das ist das Fressgeräusch vom Hai. Hey, ein Karpfen. Ein Lachs. Lachse gibt's hier auch. Ein Salmon. Ein Säbelzahnlachs. Gibt's hier auch Quallen? Oh! Au. Au, au, au. Hier ist eine Sackgasse, wa? Hier geht's gar nicht weiter, oder? Da unten? Hier geht's weiter. Was ist denn das? Hä? Ist das die Map-Grenze? Wer ist denn das hier? Ach, die Anglerfische hier. Warte mal, die können wir mal gleich wegmachen. Ach, jetzt wird mir der Wendekreis vom Hai hier zum Verhängnis gerade. Warte mal. Was für ein Level hat denn der hier eigentlich? Hab's jetzt nicht gesehen, ey. Level 3, komm, den kriegen wir platt. Muss halt nur echt aufpassen, ey. Das kann auch übel nach hinten losgehen, wenn ich dann keine Stamina mehr habe, ey. Ich tauche lieber mal auf. Weil der Hai braucht, muss ja auch Stamina recken. Weißt du was, wir geben dem gleich mal was ein bisschen. Nochmal eine Schwung Stamina geben. Da war irgendwie ein Kraftfeld da vorne, habt ihr das gesehen? Hier ist auch irgendwie so ein komischer Kubus. Ach Mann, der macht so wenig Damage, ey. Normalerweise wäre so ein Anglerfisch halt mit einem Hubs platt. Vor allem, wenn das dann noch so ein Low-Level ist. Obwohl, der ist Level 18. Das ist für meine Schwierigkeitseinstellung sogar gar nicht mal so low. Die kann man übrigens auch zähmen, die... Ah, kommt der schon wieder da. Warte mal, ich muss noch mal schnell... muss noch mal schnell leveln, ganz kurz. Boah, es sind schon zwei Haie, die mich verfolgen. Das Schlimme ist, es werden irgendwann immer mehr Haie, wenn man die nicht tötet. Und so zwei Haie, das ist schon nochmal eine andere Ansage. Weißt du was? Ich hau einfach jetzt mal ab. Ich muss die erstmal abschütteln irgendwie. Ich muss die erstmal loswerden. Aber ich muss mal sagen, so an sich die Unterwasserwelt, also die gefällt mir jetzt erstmal so auf den ersten Blick besser als der ganze Rest, den ich bis jetzt gesehen habe. Muss ich mal sagen. Also so auch die Pflanzen, die sie hier so gemacht haben und so, das gefällt mir echt gut. Die haben wir ja noch nicht so viel gesehen, muss ich sagen. Also das finde ich besser als das Ganze, also auf jeden Fall um Längen besser als dieses scheiß Biom hier, dieses scheiß Startbiom da, dieser scheiß Sumpf. Das ist, würde ich, also ich würde jetzt so das Wasserbiom hier, würde ich jetzt so erstmal als mein persönliches Highlight einstufen. Weil ich meine, selbst hier trotz der Wassersichtweite kannst du ja trotzdem viel mehr sehen als im Sumpf. Irgendwie gefühlt. Und es sieht auch viel einladender aus einfach. Die Farben sind positiv. Es sind positive Farben. Frische, positive Farben. Man hat einfach was Schönes vor der Nase und es ist irgendwie cool, es ist irgendwie Urlaubsstimmung. Das ist irgendwie nice. Nicht so dieses regnerische Sumpf und Öl und Insekten, die mich die ganze Zeit nerven. Ganze Scheiße. Nee, es ist alles cool. Hier ist schon wieder... Hä? Bin ich gerade wieder in dieselbe Richtung? Ich habe nur leider gerade natürlich überhaupt keine Orientierung, was das angeht hier. Also, ich bin gerade orientierungslos. Vollkommen orientierungslos. Was sind denn das hier eigentlich für Blasen? Sollen das Luftblasen sein? Ja, sieht so aus, wa? Das hat blub gemacht. Das ist ja wie in Banjo-Kazooie damals. Da sind auch Luftblasen aufgestiegen immer. Und dann konnte man da... Ah, oh, die Dinger da, die geben schwarze Perlen hier.
wenn man die tötet. Ja, ich habe Öl und schwarze Perlen. Ja! Geil, den Spot müssen wir uns merken hier. Oh, das ist doch gar nicht mal so tief. Guck mal, das ist voll seichtes Wasser hier. Normalerweise waren die immer irgendwie in der absoluten Tiefsee gewesen, diese Krebse. Die die schwarzen Perlen gegeben haben. Ja, wer hätte gedacht, dass wir jetzt noch sogar noch ein Erfolgserlebnis mitnehmen gleich. Das ist ja der Hammer. Schwarze Perlen sind nur leider immer sehr schwer. Ja, 22 Gewicht. Doppelt so schwer wie die Anzahl quasi. Zwei Gewichtseinheiten pro Einheit. Ah, da ist eine Schildkröte. Ha, was ist das denn, lol? Was ist das denn, lol? Das ist ja nicht normal, lol. Guck dich das mal an. Guck dich das mal an. Wie soll man die denn zähmen dann? Lol, lol. Da sind drei Haie hinter dir her, lol. Oh, ich muss dann genauso hinter dir her schwimmen, ne? Mit dem Fischschwarm dann am Arsch. Wie soll man denn das machen, lol? Das geht doch gar nicht. Lol. Das kannst doch knicken. Also selbst wenn man das Glück hat, hier mal irgendwie ein Dings, einen Fischschwarm zu finden, den man dann dazu der hinlockt, hat man dann auch gleich drei Haie, die man erstmal bekämpfen muss. Ich glaube, ich brauche erstmal einen Moser oder so, dass ich die scheiß Haie erstmal platt mache. Okay, erstmal schön diesen Hai hier leveln, ne? Bevor wir hier irgendwie... Was? Ach ja. Da war ja was. Okay, jetzt haben wir keine Taucherausrüstung mehr. Die ist jetzt kaputt. Das heißt, ich muss jetzt aufpassen auf meinen Oxygen-Level. Wenn ich jetzt selber mal nochmal ein Level abkriege, werde ich vielleicht noch einfach nochmal ein bisschen mein Oxygen, mein Sauerstoff skillen. Haha, wie die Schildkröte. Headbang. Bang me, baby, bang me. I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Dreh dich. Toll, wenn zwei LKWs gegeneinander kämpfen, kann ich da noch sagen, ey. Was für ein Wendekreis. Nein, misch dich nicht ein. Das ist nicht dein Kampf. Das ist eine Sache zwischen mir und ihr. Ich will die töten. Ich will Level kriegen hier. Ich glaube, da suche ich mir genau die falschen aus gerade. Die gut gepanzert sind, wo ich mir die Zähne ausbeiße. Ah, ich sollte vielleicht lieber Low-Level-Haie angreifen. Das erscheint mir etwas schlauer und sinnvoller. Oder mich hier in so einen Kampf einmischen, der schon läuft. Oder vielleicht einfach mal ein bisschen Gewicht abwerfen hier. Der Hai ist nämlich gleich überladen. Vielleicht sollte ich erstmal ein bisschen was abliefern. Komm, wir liefern mal die schwarzen Perlen gleich ab, dann haben wir die safe. Jetzt ist nur die Frage, wo. Wo muss ich da hin jetzt? Warte mal. Jetzt bin ich fünfmal unter Wasser im Kreis geschwommen. Was ist das? Das ist ein... Ist das ein Pelagornis? So klein aus. Ah, nee, das sind diese Angelfische da, die so Fisch angeln, die man mit Fisch zähmen musste. Also mit lebendem Fisch. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt bin. Warte mal, die kleinste Insel war es. Ja. Da würde ich jetzt schätzen, müsste das sein. Ah, schade. Ich wollte ihn wegschnecken von unten. Hey, ist es hier nicht... Eine Schildkröte! Ich will die Schildkröte mal aus der Nähe sehen. Ich will mich mal angucken. Oh Gott, sieht die gruselig aus. Was hat denn die für ein Gesicht? Das kann man ja schon gar... Das, Alter, die hat menschliche Augen. Seht ihr das? Das sieht voll komisch aus. Die hat so ein Auge noch so da, wo es Ohr sein sollte. Junge, du bist so abgrundtief hässlich. Wirklich. Das ist wie irgendwie... Keine Ahnung. Das ist wie irgendein Wesen. Alter, da, die Lippen auch. Guckt euch das mal an. Das sieht aus wie... Wie das Make-up von den Star Trek-Folgen früher immer. Irgendwie so. Aber, also, ne, dass halt noch der Mensch erkennbar ist, der halt da drunter steckt. Oder Babylon 5. Das ist halt, der Mensch, der drunter steckt, ist halt noch erkennbar. Irgendwie, aber es ist halt so viel Make-up und Prosthetics am Kopf, dass es halt komplett alienmäßig aussieht. Mit dem Unterschied, dass hier der Körper halt auch noch total komisch ist.
Also schildkrötenhaft, so. Bisschen schräg. Bisschen sehr krass, finde ich das. Bisschen verstörend. In dem Fall. Ist das da drüben meine Insel? Wenn ich es doch nur wüsste. Wenn ich doch nur Ahnung hätte. Weiß nicht, ist das. Warte mal, ich park den mal ein bisschen. Weil sonst kommt hier noch der Strudel und saugt den noch weg, ey. Parken wir mal lieber hier und machen das mal so. Ach ja, genau. Gib mir mal das Zeug. Das kannst du mir auch gleich geben, genau. Sehr gut. Nehme ich mir jetzt die andere Taucherausrüstung noch raus? Nee, ist eigentlich das dumm. Die hebe ich mir lieber auf, falls wir irgendwie... Weil ich kriege ja offensichtlich... Ach Quatsch, das habe ich genau andersrum gemacht, wie ich es eigentlich machen wollte. Ich kriege ja offensichtlich genug Oxygen. Das geht ja offensichtlich nicht so schnell. Dann würde ich das jetzt erstmal nicht machen. Also nicht irgendwie mitnehmen noch. Tatsächlich lieber auch die Armbrust hier lassen. Am besten... Genau. Am besten viele Sachen einfach hier lassen. Das Fleisch auch. Dann ist mein Megalodon nicht so schwer. Die Bären lasse ich jetzt auch hier. Ich lasse einfach mal alles hier. Dann können wir mehr mitnehmen. Weil falls wir nochmal diese schwarzen Perlenviecher finden, können wir die nochmal töten und nochmal mitnehmen. Ich muss halt mal gucken, dass ich den Megalodon noch ein bisschen level. Vielleicht auch nochmal ein bisschen mehr Leben auch. Aber Stamina ist eigentlich wichtiger. Sonst ist der mal so schnell erschöpft. So. Jetzt müssen wir mal schauen, wie wir hier schnell an diese Schwärme kommen. Die Schildkröte gerade eben hatte ja auch lustigerweise keine Begleiterhaie. Das ist schon mal gut. Das können wir auf der Habenseite verbuchen. Das heißt, da könnten wir zum Beispiel schon was ausrichten. Wir müssten halt nur erstmal so einen Schwarm finden jetzt. So, wie gesagt, die spawnen vor allem im Zentrum der Map. Also diesem Bereich hier, diesem Ozeanbereich. In der Tiefsee halt. Ich glaube, hier schon wieder die falsche Richtung. Warte mal, ich bin schon wieder an den Maprand geschwommen wahrscheinlich. Warte mal. Ja, ich muss in die andere Richtung. Ich muss ins Zentrum. Ich habe es gerade gesagt und schwimme wieder in die falsche Richtung, weißt du? Okay, da ist die Schildkröte. Die nehmen wir uns jetzt mal vor. Die nehmen wir uns jetzt mal vor. Ich tauche jetzt einfach mal unter der Schildkröte ab. Vielleicht haben wir ja Glück und da ist gleich ein Schwarm irgendwo. Mal gucken. Es ist jetzt halt die Frage. Ich weiß nicht, wie tief ich hier komme. Und ich weiß auch nicht, ob da unten Mosas sind. Müssen wir mal gucken. Werden wir alles sehen. Da unten ist ein Mosa. Da sind zwei Mosas. Alter Scheiße. Okay, es geht jetzt schon los. Geht jetzt schon gut los. Da will man doch schon wieder direkt nach Hause gehen am liebsten. Ich habe auch das dumpfe Gefühl, dass wir sogar noch tiefer müssen. Ich weiß auch ehrlich gesagt gerade gar nicht, wie ich den Schwarm überhaupt baite. Das ist so das andere Problem gerade. Da ist Mosa. Aber das Problem ist, ich glaube, wir müssen tatsächlich zu den Mosas rüber. Die Schwärme gibt es bei den Mosas. Die gibt es so drunter, unter denen spawnen die so ein bisschen. Das ist bestimmt auch ein X-Mosa. Das ist bestimmt auch so ein krasser, weißt du? Ich will mich nicht beißen lassen. Ich will mich nicht von dem beißen lassen. Ich will nicht. Ich will gar nicht wissen, wie viel Schaden der macht. Okay, aber hier sieht es schon leider mau aus. Das ist ein X-Mosa da drüben. Okay, ich tauche mal lieber ein bisschen auf wieder. Das Gute ist bei den Mosas, die tauchen nur bis zu einer gewissen Tiefe auf. Und dann tauchen sie wieder ab. Also die bleiben unterhalb, unter Wasser halt direkt. Also richtig in der Tiefsee auch. Das heißt, da muss ich mir keine Sorgen machen. Ich muss einfach nur ein bisschen höher schwimmen als sie und dann geht das schon. Bloß, ja, man muss halt den Schwarm erstmal erreichen, ne? Das ist halt das Ding. Man muss erstmal einen finden überhaupt. Ich hoffe, der wird mir dann nicht von anderen Viechern weggeschneckt. Das ist ein X-Mosa mit diesem Muster auf dem Rücken. Alter Schwede. Wo ist der Schwarm? Wo ist der Schwarm? Alter, allein wie lange das schon wieder dauert mit dem Schwarm finden, ne? Also das muss ich auch mal kritisieren, ne? Da ist ein Schwarm, glaube ich. Ja, das ist einer. Leider sind da drei Haie drumherum. Oh, er kommt auch zu mir, guck mal. Du wirst von einem Mikrobenschwarm verfolgt. Das ist gut. So, gleich erstmal auftauchen ein bisschen. Ich versuche mal nicht zu schnell zu schwimmen. Ich muss auch erstmal atmen wieder. Kommt er mir noch nach? Der Schwarm?
Nee, dafür habe ich andere Follower. Ich muss mal kurz auftauchen, ich muss mal schnell... Wie mache ich das denn, dass der Schwarm mir permanent folgt? Oder darf mir kein anderes Tier folgen? Oder bin ich zu schnell? Vielleicht bin ich auch zu schnell, keine Ahnung. So, wo seid ihr, ihr Hässlichen? Ich mache euch erstmal platt. Wo sind sie denn jetzt? Sind sie wieder weg? Wo war der Schwarm jetzt? Der war da unten, ne? Also das ist quasi wie die Insektenschwärme unter Wasser, so. So muss man sich das vorstellen. Ja, kommt her, ich mache euch jetzt mal tot hier. Alter, Level 27 X-High. Hör doch auf. Oh, scheiße. Nein, 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 das wird nicht, das wird nichts. Weg, weg, weg. Warum ist denn das jetzt hier wieder so eine High-Level-Veranstaltung? Kann doch nicht wahr sein, verdammte Scheiße. High-Level vor allem. Ich glaube, wir brauchen etwas mehr Leben, wenn wir kämpfen wollen noch. Das ist ja ätzend. Natürlich, weißt du? Natürlich sind diese hässlichen Kackviecher wieder da unterwegs, wo der Schwarm ist. Das ist immer so das Typische in Ark. Die sind immer da, wo du hin musst. Wo es immer am nervigsten ist einfach. Scheiße. Scheiße. Rage. Aber zumindest haben wir den Schwarm schon mal gesehen. Jetzt wisst ihr schon mal, um was es geht. Was wir jetzt erreichen müssen. Und den müssen wir jetzt zur Schildkröte hinziehen. Böse Zungen behaupten, das zieht sich ganz schön. Und diese bösen Zungen haben auch noch recht. Das ist das Schlimme. Da ist wieder Mosa da unten. Alter, wenn schon so ein X-Hai mit zwei Bissen meinen Hai runterholt auf die Hälfte von dem Leben her, da will ich gar nicht wissen, was so ein X-Moser für Schaden macht. Der hat bestimmt, einmal beißt der bestimmt zu in mein heißes Blatt direkt. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt auch gerne meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigungen aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Es kommen nämlich täglich Videos, nicht nur zu Ark, sondern auch zu anderen Let's Plays. Also abonnieren, aktivieren und nichts mehr verpassen. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video zu Ark Genesis. Bis dann, ciao, ciao!